Ich begrüße Sie herzlich in unserer schönen alten St. Johanneskirche. 800 Jahre ist sie fast alt. Gestern habe ich gelesen, vielleicht sogar 900 Jahre. Sie ist damals gebaut worden am höchsten Platz hier in dem alten Ort Halle. Ein ganz besonderes Haus, so hoch wie kein anderes, ganz viel Raum. Und wenn man hier manchmal drin steht und drin sitzt, und dann hört man den ganzen Verkehr drumherum und hier ist es ganz still. Ein Haus für Gott gebaut. Wenn ich aus meinem Arbeitszimmer gucke, dann sehe ich diese St. Johanneskirche und ich freue mich immer dran. Und neulich habe ich das dann jemand auch erzählt, das ist die St. Johanneskirche. Und dann hat er gesagt, ach, da hätte ich aber keine Lust, wenn ich immer meine Arbeitsstelle angucken müsste. Nein, habe ich gesagt, das ist zwar meine Arbeitsstelle, aber das ist das Haus Gottes. Und wenn ich da hingucke, dann sehe ich, wie die Vögel da wohnen. Oben im Turm wohnen jetzt zwei Dohlen, Pärchen. Und wenn der Wind richtig heftig ist, dann lassen sie sich hochtragen von dem Wind oben an dem Turm und oben drehen sie rum und kommen wieder runter und genießen das wieder, diesen schönen Wind an ihrer schönen Kirche. Also hier sind sie zu Hause. Aber diese Kirche ist für viele, viele Menschen ein Zuhause. Wie viele Menschen sind hier in den 800-900 Jahren getauft worden oder später dann konfirmiert? Wie viele sind getraut worden? Wie viele Beerdigungen waren hier in dieser Kirche? Wie viele Menschen haben Gott ihr Leid geklagt und sind traurig gekommen und fröhlich gegangen? Oder sind fröhlich gekommen und nachdenklich gegangen? Wie auch immer. Eine lange Geschichte, eine Heimat, rundherum heißt es so liebevoll das Haller Herz, hier mitten in der Stadt, unsere schöne alte St. Johanneskirche. Heute geht es um den 84. Psalm und der beginnt, wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Also auch ein Psalm, der ein Haus, damals den Tempel vor Augen hat und der sich freut an der Wohnung, in der Gott wohnt und der ganz viel Sehnsucht hat nach diesem Haus Gottes. Das haben wir zurzeit ja auch in dieser Corona-Zeit, wenn ich sie so sehe, wie sie da alle so ein bisschen vereinzelt hier in der Kirche rumsitzen, dann ist das schon irgendwie schade und wir freuen uns, wenn es wieder richtig Jubel gibt und man wieder richtig gemeinsam Gottesdienst feiern kann. Wir sind im Haus Gottes. Wir machen es ja so oft, wenn wir in die Kirche gehen, stellen wir uns an die Stelle, wo wir uns gleich hinsetzen, sprechen ein stilles Gebet und dann setzen wir uns hin. Und das machen wir jetzt auch. Wir wollen beten. Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tages Schein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit. Amen. Ich lese den 84. Psalm, und zwar erst die ersten 5 Verse. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Das ist ein Wallfahrtspsalm. Ein Mensch hat sich auf den Weg gemacht nach Jerusalem und er hat viele schöne Erinnerungen. Noch an solche Zeiten, als er schon mal in dem Tempel war, da trifft man die Menschen, da freut man sich an all denen, die man kennt. Da sind die Gesänge der Priester, da sind die Opfer, wo es einem so ein bisschen seltsam zumute ist, aber dann auch die Opferfeste, wo gegessen wird. Also einfach ein Ort, wo man gerne hingeht und spürt, hier ist Gott zu Hause. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott, sagt der Beter. Und als ich das gelesen habe, so zum dritten Mal,
habe ich gedacht, ja, worüber freut er sich nun eigentlich? Über den lebendigen Gott oder über den Tempel? Und über all das, was da passiert? Meint er Gott oder meint er alles das, was drumherum ist? Ich glaube, man kann das nicht trennen. Unser Glaube ist nicht steril. Unser Glaube heißt nicht, mein Kopf und mein Denken hat eine Beziehung zu Gott und das ist es. Sondern wir sind Menschen mit Leib, Seele und Geist. Und wenn wir Gott vertrauen, dann vertrauen wir ihm mit Leib, Seele und Geist. Und wenn wir ihn erleben, dann erleben wir ihn mit Leib, Seele und Geist. Und darum kennt jeder von uns solche Orte, wo man sagt, ja, da kann ich mich erinnern, da war Gott mir ganz nah. Ich weiß von manchen aus der Gemeinde, die fahren gern nach Taizé, wenn da die Kerzen brennen und die Gesänge gesungen werden und viele Menschen mit einstimmen, dann spürt man, hier bin ich nicht alleine, sondern hier ist einer, den wir alle anbeten und der zu uns gehört. Andere fahren gern nach Haus Salem, oben in diese schöne Kapelle, aber auch in das Haus rein mit Schwester Claudia und mit der ganzen Atmosphäre dieses Hauses und haben so viele Menschen schon erlebt, hier ist Gott mir nah. Oder für unsere Gemeinde ist ja Norwegen auch was ganz Wichtiges. Freizeiten in Bostrak oder in Skogtun oder wo auch immer, da hat man erlebt und da haben viele, viele erlebt, dass Gott ganz nah ist und dass er uns gut tut. Solche Orte brauchen wir. Es gibt noch viele andere solche Orte. Auch diese Kirche ist so ein Ort. Wenn hier Hallerbachtage sind, wenn hier der andere Gottesdienst ist, dann denkt man nicht nur irgendwas, sondern dann spürt man etwas von der Nähe und Liebe Gottes. Oder wenn man nach dem Essen ins Martin-Luther-Haus geht, dann freuen sich Leib und Seele in dem lebendigen Gott. Also, man kann es nicht trennen. Glaube ist nicht steril, sondern Glaube sucht eine Gestalt. Und eine Gestaltung des Glaubens, die wirkt wieder auf unseren Glauben. Im Neuen Testament, nach einer Weile, gehen die Menschen ja nicht mehr zum Tempel. Paulus sagt zum Beispiel, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Übrigens nicht euer Kopf, sondern euer Leib. Der ganze Mensch glaubt und das Gegenüber zu Jesus ist nicht einfach ich oder mein Denken, sondern das Gegenüber zu Jesus ist der Leib Christi, ist die Gemeinde. Und ich bin ein Teil dieser Gemeinde und so gehöre ich zu ihm. Glaube findet eine Gestalt und Glaube braucht einen Platz, wo er lebt. Wenn ich das manchmal höre, wenn Menschen mir sagen, ach wissen Sie, das kann ich alles nicht glauben, dann sage ich, gehen Sie denn gelegentlich in den Gottesdienst? Nein. Singen Sie Lieder? Nein. Haben Sie Freunde, mit denen Sie über den Glauben sprechen? Nein. Ja, wie soll denn der Glaube wachsen, wenn ich einfach nur mit meinem Kopf anfange, über Gott nachzudenken? Glaube braucht eine Gestalt. Und darum sagt der Beter, wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Und er sagt, mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Dieser Psalm hat noch eine andere Gestalt gefunden. Matthias Jorissen, der Vetter von Gerhard Herstegen, hat diesen Psalm in ein Lied übersetzt. Und dieses Lied wollen wir jetzt mal hören. Unser Kantor Friedemann Engelbert wird es uns singen. Zwei Verse. Oh.
Psalm 84, wir lesen die Verse 6 bis 10. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandern. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet. Vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Glaube lebt ein bisschen von den großen Erfahrungen mit Gott. Aber Glaube findet eine Gestalt, auch in dem, was ich tue und wie der Alltag aussieht und wie dieser Gott jetzt mein Leben prägt, wie ich mit anderen Menschen umgehe oder wie ich mit mir selber umgehe, wofür ich mein Geld ausgebe und was weiß ich alles. Viele Fragen meines Lebens werden von dem Glauben mitgeprägt. Darum sagt der Beter wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Also, die großen Erfahrungen prägen den Alltag. Und dann kommen hier so große, mutmachende Sätze in dem Psalm. Da heißt es, wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Also, das ist eine Erfahrung, die Menschen manchmal machen mit Gott. Auf einmal ist das Tal nicht mehr dieses herrliche Tal, wo ich hochgucke zum Tempel, sondern es ist dürr. Es macht keinen Spaß mehr. Der Alltag ist so anstrengend. Der Beruf ist nicht, wie ich es wollte und die Beziehung vielleicht auch nicht. Und auf einmal ist nicht mehr alles so einfach. Und jetzt sagt der Beter dieses Psalms, wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Das heißt, es gibt so eine Erfahrung, auch im Dunkel falte ich meine Hände und sage, lieber Gott, auch wenn ich das alles gerade nicht so ganz verstehe, du bist doch bei mir und du gehst mit mir und du wirst einen Weg für mich finden und darauf will ich mich verlassen. Und das sind manchmal ganz schöne Erfahrungen, wo man etwas von der Kraft Gottes spürt, auch wenn rundherum alles doch ein bisschen trocken und dürr aussieht. Was mich allerdings ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass der Beter hier nur so jubelt. Also jedes dürre Tal wird zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen und von einer Kraft zur anderen. Also vielleicht gehen wir auch manchmal von einer Schwachheit zur anderen. Und vielleicht gibt es auch manchmal die Erfahrung, und nicht nur vielleicht, dass man sagt, ach lieber Gott, jetzt könnte ich wirklich ein bisschen mehr von deiner Kraft gebrauchen. Und ein bisschen mehr Wegweisung für meinen Weg. Und heute schlafe ich nicht einfach friedlich ein, sondern auch ein bisschen traurig. Das gehört auch zum Leben dazu. Das sind Erfahrungen, die hat Jesus gemacht, als er im Garten Gethsemane war und gesagt hat, Vater, nimm diesen Kelch weg von mir, das war nicht das dürre Tal, was zum Quellgrund würde. Es waren schwere Zeiten. Das hat der Apostel Paulus erlebt, als er in sein Leben geguckt hat und seine Schwächen entdeckt hat und gesagt, Jesus, nimm sie mir doch.
Und Jesus hat ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Auch das sind Erfahrungen, die zu unserem Leben dazugehören. Und in solchen Zeiten, da jubelt man nicht. Wenn ich in den Psalm reingucke, merke ich, das weiß der Beter auch. Da gibt es nämlich auch solche Verse, wo es auf einmal heißt, Gott, höre mein Gebet, vernimm es Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schau doch. Das muss ich doch nur rufen, wenn ich den Eindruck habe, er hört mich nicht und er guckt nicht hin und er hat mich gerade vergessen. Auch diese Erfahrung kennt der Beter und darum dieses flehentliche Bitten. Das gehört zu unserem Christsein dazu. Einmal die schönen Orte, wo alles jubelt, aber auch zu wissen, es wird auch wieder Zeiten geben, da ist es einem nicht so zum Jubeln zumute. Und da ist dieser Gott trotzdem bei mir. Da will ich Treue einüben, aushalten, ihm an der Seite stehen bleiben und mit ihm unterwegs sein und darauf hoffen, dass es irgendwann wieder leuchtet und mein Herz wieder brennt. Wir hören, wie Matthias Jorissen das besingt. Psalm 84, Vers 11 bis 13, das sind jetzt die letzten Verse. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütte. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütte. Das ist eine Entscheidung. Was mache ich in den Zeiten, wo der Glaube schwer wird? Was mache ich in den Zeiten, wo ich sage, ach, dann richte ich mich lieber nicht nach Gott. Dann mache ich lieber, was ich selber will, wo mir das irgendwie ganz nahe liegt. Nein, sagt der Beter, das mache ich nicht. Ich gehöre zu Gott und in seiner Nähe zu sein, das ist mein Glück. Und ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Haus, also nicht den großen Glanz mitkriegen, aber in seiner Nähe sein. Lieber das, als da sein, wo die Leute sind, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Das ist eine Entscheidung. Ich bleibe dir treu. Ich gehe mit dir, Gott.
Ich gehe mit dir durch dick und dünn. Die Jünger haben das mal erlebt, Jesus hat sie angesprochen, als viele Menschen von ihm weggingen. Und er hat zu ihnen gesagt, wollt ihr auch weggehen? Und die Jünger haben gesagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wir bleiben bei dir. Es fiel mir eine Liedstrophe ein aus dem Gesangbuch. Da sagt einer der Liederdichter, ja, Herr Jesu, bei dir bleib ich, so in Freude wie in Leid. Bei dir bleib ich, dir verschreib ich mich für Zeit und Ewigkeit. Ich gehöre zu dir. Und wenn ich den Beter fragen würde, warum, dann wird er sagen, ja, weißt du, Gott macht mein Leben reich und er beschützt mich. Er sagt mit den Worten, Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Sonne, das heißt, er lässt mein Leben aufblühen und ich kann wachsen und es entsteht etwas, wo ich was von habe und auch andere. Und Schild heißt, er schützt mich und er ist mir nah, auch in den schweren Zeiten. Fiel mir eine Strophe von Paul Gerhardt ein, wo er das noch aufwendiger beschreibt und er sagt, Paul Gerhardt, er ist dein Schatz, dein Erb und Teil, dein Glanz und Freudenlicht. Dein Schirm und Schild, dein Hilf und Heil schafft Rat und lässt dich nicht. Und wenn man sich das genau anguckt, dann ist auch diese Strophe in zwei Teile geteilt. Der erste Teil, das ist alles, was Gott schenkt. Er ist dein Schatz, dein Erb und Teil, dein Glanz und Freudenlicht. Also da kommt die Sonne auch vor. Er macht dein Leben reich, aber er macht es nicht einfach nur einfach. Sondern manchmal ist es auch schwer und manchmal gibt es Leid. Und darum kommt dann der zweite Teil. Dein Schirm und Schild, dein Hilf und Heil schafft Rat und lässt dich nicht. Ein Gott, der mein Leben reich macht und der in den schweren Zeiten mir zur Seite steht. Und zum Schluss der letzte Satz dieses Psalms. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Wohl dem, das heißt ja, der ist selig. Dem kann man gratulieren, der sich auf dich verlässt. Und jetzt heißt es nicht mehr, wie schön ist dein Tempel und alles das, das stimmt auch alles. Aber es geht darum, auf Gott will ich mich verlassen und ihm will ich vertrauen und mit ihm will ich durchs Leben gehen. Wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt, auf dich, Gott, mein Schöpfer, auf dich, Jesus, mein Erlöser und mein Heiland und auf dich, den Heiligen Geist, den wir ja am nächsten Sonntag dann beim Pfingstfest feiern werden. Du sollst mein Gott sein und dir will ich vertrauen und gehorchen. Wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt, und wenn es dann auch noch Tessie gibt und dann auch noch den anderen Gottesdienst und dann auch noch Norwegen, dann ist es ein ganz großes Geschenk, was Gott uns gibt. Und zu all diesen Geschenken gehört sie auch hier dazu, unsere schöne, alte, lebendige St. Johanneskirche. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Ein Tag in deinem Haus ist besser.
Und ich lese noch einmal den ganzen Psalm 84. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zeberoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zeberoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott unser Schild, schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zeberoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst, auch diese Psalmen aus alter Zeit. Wir danken dir, dass es immer dieselben Erfahrungen sind, die Menschen mit dir machen, damals und heute. Das Glück, das du schenkst und die Kraft, die du gibst im Dunkel und auch die Geduld, die du mit uns hast, wenn wir manchmal keine Kraft haben. Du hältst uns an deiner Hand und gehst mit uns. Und dafür danken wir dir. Und wir bitten dich für alle die, die es gerade schwer haben und die gerade nicht sich jeden Tag freuen können und die nicht richtig wissen, wie es weitergehen soll. Wir bitten dich, sei ihnen nah und stärke sie und lass sie wachsen im Vertrauen zu dir und schenke ihnen Menschen zur Seite, mit denen man reden kann und die mit ihnen getrost Wege weitergehen. Wir bitten dich für die Familien, die es gerade etwas schwer haben, für die, die die Arbeit verloren haben. Du weißt um all das Elend, was Corona auch zu uns gebracht hat. Und wir denken auch an die vielen, die gestorben sind und die heute noch in ganz schwierigen Situationen leben. All das legen wir dir in deine Hände. Und wir kommen zu dir und beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seid im Frieden und dient dem Herrn mit Freuden. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Von Himmels Tür.
Heiliger Geist, dein Hilf uns leist an unserem letzten Tag.